Tür jetzt hier auf? Oder müssen wir runter? Er hat den Tarnmodus deaktiviert. Ja, er hat den Tarnmodus deaktiviert, ihr Schwein, ihr habt mich weggekickt. Das ist ja voll fies gewesen. Oh, das war doch jetzt voll gemein. Na wartet, Jungs. Das macht ihr nur einmal. Tarnfeld aktiviert. So sieht's aus. Na kommt. Traut euch. Ja, komm. So sieht's aus, komm her. Zack. Der hat's noch nicht so ganz geschnallt, ja? Blöd, Mann. Tarnfeld aktiviert. Noch irgendwas, was ich wissen sollte, Jungs? Bis jetzt sieht's ziemlich ruhig hier aus. Wow. Oh oh, und abwärts. Boah. Das tat sicherlich weh. Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstand in der Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nano-Shoot-Mulde mit Tiefenscan-Funktion. Wir müssen uns die tieferen Schichten ihres Anzugs mal ansehen. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt es einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street-Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir da so heil durchkommen. Ich hoffe ja auch. Ich weiß, das war jetzt nicht die beste Aufnahme. Das war jetzt eher so ein bisschen rumgefaile. Tut mir auch so ein bisschen leid. Ja, lief alles irgendwie ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber dafür spielen wir auch nicht auf der einfachsten, sondern auf der dritten von vier Schwierigkeitsstufen. Und dadurch bleibt es ja auch ein bisschen spannend. Und dadurch wird das Spiel auch nicht nach 30 Folgen, sondern vielleicht nach 40 oder 45 Folgen erst enden. Ja, ich weiß ja nicht, wie groß das Spiel ist. Vielleicht ist es ja auch etwas größer, als ich jetzt momentan so denke. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es denn heißt Let's Play Crysis 2 und wir machen dann weiter mit dem Torwächter im Finanzdistrikt von New York am 23. August um 12.48 Uhr, genau hier an dieser Stelle. Also, macht's gut, bis dahin, tschüss! Willkommen zurück in Let's Play Crysis 2. Wir sind hier bei der Kampagne Torwächter und ja, bewegen uns hier im Finanzdistrikt, sollen jetzt über die Dächer fliehen und genau das werden wir dann mal machen. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Sie haben wohl Schiss vor den Zeff. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. Infiltriere die Cell-Nanobotanlage. Dringe in den Zellgefechtsstand ein. Was macht der? Naja, gut. Also, dann mal aufgepasst. Wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen langsamer fort. Ich bin nämlich beim letzten Mal, das ist mir aufgefallen, immer etwas schneller geworden und dadurch habe ich auch mehrere Fehler gemacht. Weil ich auf einmal halt gerannt bin oder halt ein bisschen offensiver angefangen habe zu spielen. Und das wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen zurücknehmen. Oh, da gibt's eine neue Waffe.
Oh Mann, also, der Typ berichtet jetzt auch über diese Alien-Invasion. Oh, wow. Da wäre ich beinahe runtergefallen. Ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen, weil wir haben ja nicht so diese tollen Fähigkeiten, wie die auch in meinem Video gezeigt werden. Oha, das war wieder eines dieser Alien-Raumschiffe. Also jetzt heißt es langsam fortbewegen und wir sollen ja über die Dächer. Jetzt rüber. Und ja, das ist jetzt hier auch erstmal unser Weg. Entschuldigt, musste gerade mal kurz, ich hatte Juck am Arm. So. Nun schauen wir doch einfach mal, was wir hier so rausfinden können. Help. Ah, hier sind noch große Help-Schilder aufgestellt worden. Hier gab es also mal ein paar Leute, die überlebt hatten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da runter muss oder hier rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da rüber. Ja! Oh, das war hart. Hart an der Grenze. Er hat den Sprung nicht richtig angenommen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir da unten irgendwas sehen. Oh, es sieht eigentlich sehr ruhig aus. Ziemlich gut, obwohl der ja gesagt hat, dass hier so Aktivitäten seien. Zellaktivitäten, um genau zu sein. Dann schleichen wir uns doch jetzt hier über die Dächer. Oh, da geht's. Aber wir sollen doch eigentlich auf den Dächern bleiben. Könnten doch da besser hoch, oder nicht? Das geht wahrscheinlich nicht. Das sieht mir hier schon so nach dem Weg aus. Lieber nochmal checken. Ja, es sieht soweit ganz sicher aus. Weil hier schon komische Geräusche sind. Und da oben ist immer noch der Helikopter. Sogar zwei. Und geht's jetzt da weiter? Oder müssen wir jetzt hier irgendwie runter? Oh oh. Oh oh. Nicht, dass uns jetzt irgendjemand gehört hat. Oha. Was ist das? Overside, hier ist Smaragd 1. Mehrere Seth-Läufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. Hat bitte Unterstützung. Verstanden. Halten Sie durch. Smaragd 3 ist unterwegs. Okay, jetzt geht hier gerade voll das Gefecht los. Was haben wir denn hier liegen? Weiterhin das Fernkampf Scar. Wir haben eine Scar-Up. Wo ist denn da der Unterschied? Ah, hier können wir sogar noch einen Schalldämpfer draufpacken. Oh, da ist ein Alien. Ich glaube, der hat uns gerade gesehen. Wow, und wie er uns gesehen hat. Du Arschkeks. Dann nehmen wir uns aber direkt mal... Oh, warte mal. Ich glaube, wir haben doch jetzt dann die Punkte zusammen, ne? 200? Warum haben wir denn nur noch 200? Ah, hier ist ein Kampf, deswegen können wir gerade nicht nachgucken. Aber wir hatten doch irgendwie noch 500 übrig. Wo sind unsere Punkte hin? Da oben, da sind ja Hunderte hier gerade. Da oben, da unten. Naja gut, dann schleichen wir uns jetzt einfach mal Stück für Stück vor. Können wir uns denn hier auch einfach die Dinger nehmen? Ne, die haben jetzt keine Zellen hinterlassen. Ach, die sind auch gegen uns gerichtet, oder was? Ihr Schweine.
Oh nein. Wow, das war aber kurz vor knapp. Jetzt ist hier aber gut, Leute. Hört doch da schon wieder ein. Boah, geleit. Boah, wie viele sind denn hier von denen? Also von denen dürfte es ja nicht unendlich geben, weil wenn es von denen unendlich gibt, dann könnte man hier ziemlich einfach die Punkte sammeln. Granate. Die kommen unmöglich durch den Kontrollpunkt, Mann. Sie müssen einen Weg außen herum finden. Roger, Suchmuster ausführen. Okay, also es sind neue Ziele aktiviert worden. Was ist das denn? Eine Marschall. Marschall? Was war nochmal eine Marschall? Wir sind überall. Moderne Sprengladungen. Ah, da laufen sie also gerade her. So, da haben wir schon mal einen wieder aus dem Nichts ermordet. Wow, der ist immer noch nicht tot. Was ist denn los? Sieht aus, als wären die Straßen völlig abgeriegelt. Versuchen Sie mal durch eins der Gebäude zu kommen. Wow. Boah, das war nicht so. Das war nicht so schlau. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder alles neu machen. Und das war gerade so ein kleiner Safe Point. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich bin wirklich nicht der. Okay, wir müssen nochmal alles neu machen. Ich bin wirklich nicht der beste Shooter-Spieler. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Sie haben wohl Schiss vor den Ceph. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen.